Hallo, das ist der Xi. Und der Fall. Ja. Wir haben heute mit Fantasy Star Online Episode 1 und 2 sind in den Ruinen und gehen nun in die Ruine 2. Ja. Und auch hier ist es wieder so, dass sich die Gebiete ein bisschen verändern. Ein bisschen ist gut, ja. Grundlegend sind es ähnliche Strukturen, aber die Gegner warten schon. Gut. Wie man sieht, sind wir noch keine Stufen höher. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, dauert hier immer ein bisschen, wenn man spielt und Level. Ja, vor allem, weil ich mit beiden Charakteren dann in der Einzelspielerkampagne erstmal Wollop besiegen darf. Das wird nicht schön. AP-Material, gut. Jetzt hast du schon 10 Lebenspunkte mehr. Hätte ich meinen Controller nicht in der Hand, ich würde in die Hände klatschen. Und zwar mir selber natürlich. Gut, dann halt nicht. Da! Danke! Danke für die Unterstützung! Du bist so gut. Ja, ist ja in Ordnung, wenn ich hier mal rauskäme. Weißt du, was auch blöd ist? Ja. Wenn du bei einer Kombination, die einmal zu lang Zeit lässt, einen Gegenstand am Boden liegen, dein Charakter die Kombination nicht weiter macht, weil er zuerst den Gegenstand aufheben will. Tja. Ah ja, dann Shot 2, nimm ihn dir. Ja, jetzt nimm ihn doch, komm. Wir haben die ewig Zeit. Ich wollte mich nur im Raum umgucken. Was hat dein Shot jetzt eigentlich für eine Fähigkeit? Fire! Gut. Nee, eigentlich nicht. So, hier haben wir die nächsten Gegner. Bei diesen Gegnern gibt es immer nur einen, dem man Schaden machen kann. Und zwar ist das der mit dem roten Juwel. Der hier. Autsch. Genau, wenn man den trifft, ziehen sich alle zusammen und sind paralysiert, greifen nicht an. Verdammt, ich habe ihn nicht. Ah, stimmt. Man kann allen Schaden machen, aber nur wenn man den Roten trifft, zucken sie so zusammen. Und man möchte jetzt nicht unbedingt, dass sie einen angreifen können. So. Sonderlich viel halten sie nicht aus, aber wenn mehrere davon da sind, nervt es halt schon. Ach ja, und die wechseln die Farbe ständig. Den roten Kern hat immer ein anderer. Erledigt. Ich habe meine eigenen Probleme. Hab ich vorhin hast du den Monogrinder benutzt? Keine Ahnung. Sieht wohl so aus. Was bringt der? Der erhöht dieses Plus, was bei den Waffen dran stehen kann. Ich dachte eigentlich, dass mein Gigosch vorher nur plus 2 hatte. Naja, egal. Kannst du dir nachher nochmal angucken. Ne? Also, ich weiß doch nie, wie viele Monogrinder ich auf meiner Bank rumliegen habe. Ich meinte in der Episode. Ach so. Ich ging gerade falsch. Ich habe hier irgendwas gefunden. Ne? Kleiner Teleporter. Ja, ich bin nur zurückgegangen. Ah, cool. Du hast mir doch gesagt, dass ich in die falsche Richtung gehe. Wieso fragst du? Vorsicht! Okay. Das stinkt nach Falle. Nein, nein, überhaupt nicht. Komm nur zu öffnen, diesen Kackviech hinterher. Und weg sind sie. Und da sind sie wieder. Verdammt, gerade eben war er noch verwirrt. Würdest du bitte mit deinem Shot schießen? Autsch! Gib dir mir eine Watsche mit seiner Kralle. Ach, Schocksne, was?
Schock-Schock-Tower. Au! Nein! Das war genauso eine Situation wie vorher beschrieben. Ja, ja, immer diese Items. Alter, das war Antidote! Greif mir den aufgeladenen Schlag. Ah, okay, ich heb den Gegenstand auf. Du hast sogar zwei. Ja, hast du denn überhaupt noch Platz in deinem Inventar? Ich dachte, ja, das macht man einfach so. Man geht da hin, steckt dem Flieger die Dinger rein. Ich stell's mir immer noch recht brutal vor, wenn du deinen Mac fütterst. Mach die Gosche auf! Und dann hast du dieses grüne Paket und presst es deinem Mac so langsam rein. Das ja. Größenverhältnis der Pakete zu den Macs, ne? Ich hab zwei. Da ist so. Ja, okay, die Falle ist direkt davor. Du hast die RS zu drücken. Warte, das war's? Dafür den verfickten Weg? Ja? Ist okay, ist okay. Naja, solche Wege mit diesen kleinen Teleportern ist meistens nur für irgendwelche Gegenstände. Aber hier werden es die Gegenstände halt eventuell wert sein, das ist das Problem. Ah, neue Gegner. Ah. Lade-Minions. Nix. Sammeln wir sie mal auf einem Fleck, damit ich die AC mit dem Gigosch angreifen kann. Ich glaube, die mögen das nicht so. Vielleicht sollte ich derweil noch mit dem leichten Schlag angreifen. Ja. Bist du mal deftiger oder wirst. Okay, wir haben zwei Türen. Wohin gehen wir? Die Richtung hätte ich gesagt, wenn da offen wäre. Gehen wir mal kurz da rein und gucken, was da drin ist. Und wenn es da weitergeht. Ich dachte gerade, du wolltest mich verarschen. Moment, halt sie mal kurz da. Geh hoch, blöde Bombe. Sind drei. Ja, ich merk's. Ja, die kloppen sich gegenseitig. Scheiße. Jetzt nicht mehr. Run, run. Fuck it zur Ecke. Fuck it zur Ecke. Ich weiß gar nicht, was Ecke auf Englisch bedeutet. Corner. Fuck it's a corner, hört sich aber kacke an. Ja, das tut mir jetzt leid für dich, dass ein englischer Satz mal nicht gut klingt. Ah, Gott, tötet mich nicht! Ah! Ist ja in Ordnung, meine Fresse! Die Nerven! Ja, man kann es aber auch übertreiben. Autsch. Du stirbst! Ich tue mein Bestes, dass das nicht passiert. Nein. Gib mir High-Five. Da gibt er eine Watsche. Für ein High-Five war das ein bisschen tief. Ha, passt. Passt ja von der Anzahl her. Ja. Siehst du, das ist jetzt so ein Punkt, wo du machen kannst. Ja, schaut's doch schon mal besser aus. Siehst du, das ist die Unterstützung, die ich mir wünschen würde. Ich drehe mich die ganze Zeit im Kreis. Und? Okay, da. Wie lang? Also eher wir kommen jetzt halt dann irgendwo mal da an, wo wir hin sollten, oder? Okay, ist okay, ja, leck mich. Oh, es sind sogar drei.
Dann lohnt's den einmal zu mir her, ja. Okay. Das sind sogar vier. Ja, super. Finde ich geil. Ja, echt geil. Freue ich mich echt drüber. Ja, ich mich auch. Ja. Vier Delta Evers. Gut. Komm doch locker damit zurecht. Warum denn auch nicht? Autsch. Okay, was sind nochmal die Bomben, die wo die confused? Ach die? Ich schmeiß auch mal eine. Da wird man sie auch sicher alle erwischen. Ja, geil, der eine erwischt den. Den. Schön. Hä? Da kommen nochmal welche? Nee, das war nur einer bei mir, der hat sich teleportiert, warum auch immer. Gut, dass das alles nicht nervig ist. Of course, komm zu mir her. Wo ist der andere? Ah, da. Nimm mal deine Kombination hier. So war das nicht geplant. Au. Endlich, der eine hat den anderen umgebracht. Warum immer zu mir? Ich hab dir doch gar nichts getan. Nein, schießt ihm doch nur gerade die ganze Zeit mit einer Armbrust. Mit einer vertonten Armbrust. Au. Der Kampf war zum Glück nicht aufwendig. Ja, gut. Ja? Haben Buster gekriegt. Was war das? Rosa Schwert. Kann ich mal zeigen. So, haben wir ein rosa Schwert. Müssen wir nur noch treffen. Ja, das ist richtig. Ich mache wenigstens, hey, die pinke Kanone für dich. Ich hab mich gerade schon gewundert, wieso du das nicht kommentierst. Oh, ich mach 52 Damage. Oh ja, fick. Wo liegt dein Problem? Ja. Wir brauchen die Gegner wieder auf einem Haufen. Ja, die Bombe hatte wirklich ihren Sinn erfüllt. Ja, dann nimm's halt nicht. Hätte ja nur Geld gebracht. Oh ja, mein Mac werde ich auch nach der Aufnahme erstmal richtig schön füttern. Das stinkt doch nach Falle. Okay. Ja, du bist schon die ganze Zeit, du bist schon mehrfach draufgetreten. Ja, okay. Das sind Abgründe, wo garantiert keine solche Blöcke runterkommen. Nee, natürlich nicht. Und weil ich gerade so gelacht habe, erwischt mich der Nächste. Zwei Türen. Was ist bei deiner? Ich wollte hier nur gerade überprüfen, ob. Bei mir ist so eine Eiterbeule und dahinter. Ich komm zu dir. Das ist ja ganz unverdächtig. Seltsam. Ich erwarte immer, dass dann so ein Teil runtergeflogen kommt. Ja, finde ich auch.
Weißt du, wenn man dann irgendwann mal so weit ist, dass man sich denkt, da kommt doch sicher keins runter. Da kommt eins. Nein, da kommt eben keines. Das wäre ja viel zu langweilig. Fire Shoot. Schock Shoot. Ja, komm. Ja, ich sehe. Ah, oh, da war er. Ah, Hilfe, da ist einer. Mach mal bitte die Bomben weg. Lada Minions und Soda Minions. Warte mal, das ist jetzt mal einfach der Weg. Nicht dein Geld fallen lassen. So, hier. Ab. Eine gelegt. Aua. Die Höchststufigen von denen halten so viel aus. Ja. Ja. Auch die Kleinen halten bei mir viel aus. Bei dir hält jeder Gegner hier viel aus. Abgesehen von den Claws. Oh, der war schön. Ich krieg hier halber daran, den Gegner zu töten. Schießt du einfach von der Seite hin, ja, tot. Leider findet es auch schade, dass sich meine Mühen nicht gelohnt haben. Das sind schon wieder die kleinen Gegner. Ich klemm fest. So. Kümmer du dich um die kleinen Viecher, ich mach den hier. Erledigt. Siehst du den roten? Ja. Ich hab auch mit mir selbst geredet. Ja. Ist vielleicht besser auch. Ich hab den roten hier. Achso, ich soll lieber mit mir selber reden als mit dir. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Kompliment für dich. Du kennst meine Aufnahmespannung. Deine Aufnahmespannung. Okay. Lass dich so stehen. Der wollte aber jetzt auch nicht, ne? Nein. Okay, hier stimmt irgendwas nicht. Was stimmt nicht? Ja, die jetzt offen ist. Ich hab gar nichts gesagt. Oh Gott. Jetzt haben wir Spaß. Ja, jetzt haben wir Spaß. Oh, Pony. Was ist? Tretretretret. So, diese Ritter machen extrem viel Schaden. Und haben drei Phasen. Die erste blau, zweite gelb und die hier. Dabei macht einen ziemlich bösen Angriff. Sollte man unbedingt ausweichen, denn das macht ansonsten ziemlich viel Schaden, wie man gesehen hat. Ich habe ein Level bekommen, deswegen. Ja, er hat dir ins Gesicht geschossen und dafür hast du ein Level gekriegt. So ein fairer Tausch. Ja, total. Wie soll ich zukommen? Würdest du mir bitte unterstützen lassen? Wir kommen nicht. Voran! Er schreckt uns lieber die ganze Zeit. Okay, schau, die sind jetzt alle so traurig, weil du sie beleidigt hast. Ja, ich kenne es dafür, dass sie so schnell sind. Und die wären auch jetzt nicht wiedergekommen, wenn sie nicht so einen Hass auf mich gehabt hätten. Ach, schöne Bullclaw. Was macht die eigentlich nochmal, wenn sie einen zu lange in sich behält? Dich irgendwie shoppen oder so. Ah ja. Das war gerade keine schöne Situation. Warum? Weil ich mich nicht mehr bewegen konnte, weil so viele Claws um mich rum waren. Of course. Ja und der. Gut. Bitteschön. Danke. Ja und du hast mir. Ja, ja, ist okay. Da haut mir gleich in die Fresse an. Ich bin noch nicht mal aufgestanden und die. Hey, das ist eine Passiv. Bam, 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 bam. Ich lebe. Tust du nicht. Ich greife nicht mehr an. Ja? Schön, dann muss ich mich alleine um die Gegner kümmern. Gut, wenn man hier stirbt, dann lässt man seinen Waffenfall so vor Schreck. Naja, das ist fast schon wieder logisch.
Oh, ein Arsch, auf de, ein Arsch läuft mir hinterher. Ups, jetzt habe ich meine Waffe fallen lassen. Natürlich, jetzt werde ich auch noch angeschissener. Ah, fuck you. Ich habe gerade nicht die Laune. Ja, jetzt blockt er auch noch alles ab. Sag mal, willst du mich verarschen? Verdammt! Ja, wie die halt reinhauen. Ja, okay, ist okay. Ich glaube, ich muss mit dem Delta über den nächsten Mal ein Gespräch führen. Irgendwie schlagen wir mittlerweile einfach nur aneinander vorbei. Ja, das sage ich mir auch immer. Du kannst schon zum dritten Mal, schon zum dritten Mal. Ja, wundert's dich. Ich schieb den ganzen Schaden ein. Wenn du einfach einmal stirbst, dann wieder auferstehst und dann ist wieder alles in Butter. Schau mir das doch ganz eh gleich. Ich hab schon. Dann mach doch auch mal. Ich will mich jetzt erstmal heilen. Kling, kling. Einfach die ganze Zeit aufs Schild drauf, irgendwann wird's schon. Ja, fickendes Viech da, Alter. Okay. Das macht mich so aggressiv. Ich kann jetzt ja nicht mal. Ich bin so aggressiv, ich kann sogar nicht mehr den Knopf drücken, weil ich schießen muss. Hä? Du kannst nicht mehr den Knopf drücken, weil du schießen musst. Und nein, weil ich du. Ich so aggressiv bin, dass ich schießen muss. Das tut mir aber leid für dich. Diamond. So. Genau, bei mir ist wieder Gift dabei, ist okay. War bei mir auch dazwischen. Das sah man noch nicht, der war so schnell verschwunden. Oh wow, ich hab nur einen Stick bekommen. Ein scheiß Stick! Der bringt Geld. Only. Only money. Auf Deutsch? Ja. Oh, das sieht nach viel Spaß aus. Oh, komm schon, kannst du nicht einfach auf Power schnell 1 leveln? Nein. Das geht doch. Ist ja viel zu ein. Photon Blast, Pille. Ich hab ne Pille bekommen. Ich glaube, das Teil heilt nur. Ist also nicht besser als ein Solar Atomizer. Okay, das gefällt mir überhaupt nicht, dass ich überhaupt kein Gegner gerade kam. Die kommen schon noch. Oh, da ist eine Mine. Auch wenn du sie auf dem Bildschirm gar nicht siehst. Gar nicht siehst? Siehst, Entschuldigung. Ja, grammatikalisch war das gerade. Als ob du das, dich damals beschweren bräuchtest. Hey, ne? Ich hab LAS. LAS? Ja, Lese-Rechtschreibschwäche. Also LRS. Was hast du gesagt? LAS. Ist doch nicht. LAS. LAS. Das kannst du ab 2 Promille kannst du es so sagen, aber. Im nüchternen Zustand ist es immer noch LRS. Ne, yeah. Probier jetzt mal die Pille aus. Abgesehen davon, warum sie. Oh, she's so beautiful. Ach nee, das Ding greift doch an, glaube ich. Da. Hä? Ja, über 500 Damage. Über 500 Schaden an der einen Claw, die noch da war. Verdammt, hinter uns. Nein. Und vor uns. Ja, geht alle auf mich, geht alle auf mich. Und überall. Überall. Überall, einfach überall. Also meiner ist verwirrt. Block mal deinen hier, damit der den angreift. Soll ich noch was sagen? Ja, bitte. Jetzt ist die Verwirrung wieder weg und er hat nichts ge. Es macht so viel Sinn, dieses Kampfsystem. Ich glaube, die mögen dich beide nicht. Ja, ich hasse dich auch! Sag jetzt bloß, dir gehen plötzlich die Heilsachen aus. Ja, ich find's halt geil. Wenn der seinen Schlag ausführen will und ich angreife, dann auf einmal. Oh, jetzt stirbt er auch noch daher, du Pisser. Er tötet das Vieh mal. Ah, so geht das auch, okay. Ich müsste dann demnächst mal in die Stadt. Ich auch.
Beweg dich nicht! Trotz Verwirrung erkennt er immer noch, den muss ich verprügeln. Was machst du? Telepath. Ja, es geht so. Ich hab so stark zugeschlagen, dass es uns glatt wegteleportiert hat. Ja, das ist echt heftig. Meine Rede. Schon voll im fucking Buff! Ja. Shot 2 macht übrigens mehr Schaden, ne? Als dein Shot. Du hast 4, statt 24 macht er dann 25? Wow! Also, ja. Ich sehe dein Problem nicht. Es gibt immer noch keinen Shot für dich zu kaufen. Toll. Ja, weißt du, an deiner Stelle würde ich mich ja mal drüber aufregen. Ach, leck mich doch. Ja, ich bin ja nicht an deiner Stelle, deswegen würde ich das eben nicht tun. Aber wenn ich's wäre, dann... Erhöht Abwehr des Bösen mit 5 Punkte. Wäre ich echt angepisst. Wenn ich jetzt so wäre, ich würde dir so ins Gesicht springen. Wie soll ich mir selber ins Gesicht springen? Hört, also fahren, höre ich dann. Achso, nein. Das ergibt in der Richtung keinen Sinn. Ja, du Fette! Weib. Geh mir auch voll in den Weg rein. Ja, also. Wenn Monomate mir nichts bringt. Schau dir das mal an. Nichts. Warum verfütterst du es dann? Weil ich ein bisschen mehr Angriffstärke brauche. Ich habe übrigens einen Mac in der Mine gefunden. Was bringt dir das? Nix. Aber man könnte mal auch groß ziehen. Ist aber dann graues, glaube ich. Passt schon alles. Erstmal heilen. What? Was denn? Keine Ahnung. Warum quatscht du mich dann so an? Was soll das? Was machst du da? Hä? Was soll das? Was denn? Ja, hier dein Zeug. Die ganze Zeit hin und her schieben. Ja, ich schieb gerne so. Hey, bekommt man die Fallen immer wieder? Wenn man ein Level bekommt, glaube ich, ja. Und wenn man das Spiel neu startet. Ansonsten weiß ich es gerade nicht. Nicht so gegen die Kabel dagegen. Ausweg. Deine Moon-Automizer, deine Monotomaten bringen auch nichts mehr. Nicht mehr viel, nein. Wir lassen mal auf die mit uns. Da kriege ich aber auch Dexterity dazu, das ist das Problem. Wow, du hast kein Geld, willst du was kaufen? Du Penner! Ah, du Penner, hab ich's gewusst. Du hast kein Geld dabei. Du kannst dir nicht mal einen scheiß Apfel leisten. Ich hab's ja gleich. Hallo, wie viel Geld habe ich auf meinem Konto? Oh, vielen Dank. Das war's gut. Dann gehen wir mal wieder. Oh, it's so beautiful. Oh, wow, wow. Okay. Und da sind wir wieder. Falsche Richtung. Also was von falsche Richtung. Gegen Haufen Gegenstände kommen wir nicht hin.
Können wir nicht überspringen einfach mal so, wir sind ja nur Roboter. Ja. Könnte sein, dass sich unsere Roboter dann Kabel brechen oder so. Oh ja, Kabel drauf. Aha. Da war es der halt schneller. Halt. Was ist denn das noch eine Tür? Ja. Da sind wahrscheinlich hauptsächlich Gegenstände. Und eine große Arena mit ein paar Gegnern. Ah. Ich suche den Lichtschalter. Das hat irgendwas von Himmel geflogen. Ja, wieder die kleinen Gegner. Ich seh den Lichtschalter nicht. Siehst du den irgendwo? Ist hier irgendwo eine offene Türe? Abgesehen von der, wo wir reingekommen sind. Nope. Ja, du kannst die Karte auch wieder wegmachen, ich seh nix. Ja, aber mir laufen die Gegner, ich darf mal zur offenen Tür und schieß dann einfach wieder rein. Hä? Hast du den Knopf gefunden? Nope. Wie wurde es denn jetzt hell? Keine Ahnung. Ach so, jetzt hab ich's verstanden. Was denn? Der Schalter war hier, wo ich bin, am Boden und die Eiterbeule hat den verdeckt. Es war keiner zum Antippen, sondern zum Draufsteigen. Dann kick mir das Ding halt weg. Ja. Ja, gut. Ich war mir nur nicht ganz sicher, was deine Intention in dem Ganzen ist. Möglichst dir keine Chance lassen anzugreifen, oder? Ja, ich merk's. Hast du Spaß dran, ne? Jo. Das findest du richtig toll. Ja. Ja? Ja. Da ist der Tag dann richtig gut gelaufen, wenn du mir einfach, Gegner ich kann von der Nase. Einfach sagen, ich hätte noch richtig Bock auf Burger King heute. Oh, of course, ich stehe in der Gegnermitte. Hatte ich gestern nebenbei schon. Wenn ich nicht so weit fahren würde, würde ich ja hingehen, aber. Tja, blöd, ne? Ja. Ja. Selbst beim Sterben. Oh, natürlich stehe ich drin. Oh, natürlich ist da auch ein Dicker dran. Ja, das sind drei Dicke. Ich stehe mitten in der Dicke. In der Dicke. In der Mitte. Ja, ich komme nicht mehr raus. In der dicken Mitte. Ich leg eine Bombe. Hallo. Ja. Ich leg noch eine Bombe. Da. Ja, super, sie schlagen immer noch. Ich komme nicht raus. Warte, ich versuche dir zu helfen. Bin gleich da. Das gibt's doch nicht. Ich kann doch nicht mal angreifen, das ist ja das Geilste. So, komm, jetzt müsstest du rauskommen. Autsch! Ja. Super, es ist. Ja. Of course, fuck yourself, please. So, jetzt müsstest du raus, dein Lauf! Und hol deinen Shot wieder. Nein, du sollst nicht boxen. Damit besiegst du die Gegner nicht auf dem Level. Das kannst du vielleicht machen, wenn du Level 200 hast. Dann kannst du vielleicht hier nochmal hergehen. Dann kannst du die Gegner boxen. Ja. Wenn jetzt das ein Heilungsding ist, ist mir gerade egal. Verdammt. Laufen sie dir alle? Ja, fast alle. Komm. Alle mir nach und jetzt kloppt euch mal gegenseitig. Weißt du, wenn die Gegner dann tatsächlich mal treffbar wären, dann haut meine die ganze Zeit an oder daneben. Einer ist tot. Dieser Ton an, wenn man getroffen wird. Kloppt euch doch gegenseitig. Ihr seid verwirrt, ihr kennt nicht mehr, wer euer Freund und euer Feind ist. Ja, offensichtlich schon. Ja, okay, wenn nur einer übrig ist. Fällt das nicht schwer.
weit gelaufen, ich bin dagegen, das war Notwehr. Das fängst du jetzt mit Notwehr an. Du und Stuff. Jetzt müsste der Rosa... Ja. Der Rosa ist sein, das ist heftig. Der Rosa, wie ist das Ding nochmal? Der erste Stock, den man kriegt, das Magier. Das war ein... Keine Ahnung, das ist auch nicht, das ist auch nicht wichtig. Ich könnte eine Hilfe gebrauchen. Wait. Of course, bring mich doch nicht tot. Einem Schlag um. Was ich? Immer auf mich. Er hat doch die Kleine abgeschossen. Was beschwerst du dich? Hier mal rumfliegen. So, da haben wir... Erledigt. Das hatte keine Wirkung, wieso? Das hast du denn doch gesagt, dass wir das machen sollen. Immer. Hängen die jetzt sich gerade auf, oder was los? Nee, das war nur, weil ich da die ganze Zeit auf den eingeprügelt habe, schätze. Siehst du, ich brauch keine Sachen. Nimmst du überhaupt mir gerade alles Geld weg? Du hast einige tausend Meseta mehr als ich, also klappe. Ah, nächster Teleporter. Super. Haben wir hier einen Raum vergessen? Genügend. Ja, wenn du mal dein Menü wegmachen würdest. Nee, hier nicht. Willst du in den noch reinschauen? Konnten wir da rein? Ich weiß es nicht. Aber wir können es mal überprüfen. Mitra? Hat sich deins verwandelt? Ah, Tatsache. Ach stimmt, du hast jetzt wieder den Turnschuh. Was sag ich? Oh ja. Der Turnschuh. Wovon hängt es bei den Max eigentlich nochmal ab, zu was die sich entwickeln? Das war einmal die Klasse. Dann natürlich, was man ihnen verfüttert, also welches Attribut am höchsten ist. Dann glaube ich noch auf die ID, die man hatte. Ich sah das so kommen. Für ein Kane, der wo man nicht benutzen kann, ja? Ach, Kane war das erste, genau, danke. Du musst dich jetzt echt verarschen, oder? Das ist der grüne Stab, ja. Wollen wir nochmal zurücklaufen? Da könnte vielleicht ein Item sein, was wir brauchen können. Boah, das ist der schlechteste Stab für Magie, den man haben kann. Ich find's super. Stick. Hast du nicht gerade einen Kane gefunden? Ja, vielleicht hast du dich verwandelt. Ja, wäre super. Können wir ja brauchen. Halt die Klappe. Geh mal hin, ne? Ah, gemein, ja. So, das letzte Stockwerk der Ruinen. Öpfepura. Alles ist super, alles ist wunderbar. So, hier wird es richtig ekelhaft. Das sieht jetzt wieder so ein bisschen aus wie das erste Stockwerk. Allerdings, ja, hat sich hier was eingenistet. Ja? Ja? Du hast ja drauf gewartet. Ich will nicht wieder genau in der Menge drin stehen. Was kann ich dafür, wenn du von den Viechern gebombt wirst? Explodier mal Bombe. Danke. Ja, der Große. Hey, kloppen wir den. Hey, was soll das? Bisschen wo auf, der ganz Große. Okay, das verschwende ich jetzt nicht hier. Nächste Gegnerwelle. Dazu müsste ich halt auch erstmal treffen. Ah, hier ist ein Ogre. Ogre? Keine Ahnung. Eine Dark Belra, Mensch.
Moment! Na, sie wollte mich umarmen. Wie sie schaut. Hä? Was macht er da? Oh. Ja. Ach, stimmt. Das war der Effekt bei der Dark Belt. Was denn? Wenn du sie von. Wenn du sie im richtigen Moment auf der Rückseite erwischt, dann machst du ihr mehr Schaden. Und das zeigt sie auch, indem sie so eine Animation macht. Aber das kriegst du irgendwie gerade nicht hin. Ja, ich auch nicht. Hey, Death Material, sehr gut. Ich bin wieder schon wieder. Ja, was wohl? Verteidigung. Ah. Darf ich? Von mir oder was? Oh, oh, ich bin tot! Oh, ist okay! Weißt du? Ich will ja nichts sagen. Ihr könnt so kotzen. Nein, fickt euch! Du könntest kotzen! Witz. Au! Nein, piss dich von mir! Ich konnte ihm ein bisschen Schaden machen, Vorsicht, der schießt wieder. Auf mich. Oh, nee, wow. Nee, auf seinen Kumpanen. Jetzt hat er sich offensichtlich wieder komplett entladen und. Wow! Ich weiß nur, früher hatten wir mit diesen Reitern noch viel mehr Probleme. Wenn ich mich nicht rühren kann, was soll ich denn da machen? Ja, weißt du, es wächst auch wieder ein bisschen. Ja. Als Nahkämpfer ist mir das auch noch nie passiert, dass ich zwischen Gegner gehangen bin und mich nicht mehr bewegen konnte. Natürlich nicht. So. Alter. Echt nervig. Mhm. Kannst du leiser sagen. Das hat's jetzt gerade gebracht. Das ist die Levelstruktur. Oh, komm schon! You must die! You must die! Nein, geh nicht zu mir. Nein, ich bin ein Fernkämpfer. Du musst dich gar nicht für mich infizieren. Ich fand den Ton toll, in dem du das gesagt hast. Ich bin Fernkämpfer. Du musst mich... Ah, oh, hallo, Buddy! Glaubst du, dem ist das wirklich so diplomatisch erklären, das, weil, weißt du, ich bin Fernkämpfer. Du musst mich nicht fern. Dann kannst du doch mal probieren. Ich will meinen Schatz haben. Die Dark Belra interessiert sich gerade für dich. Quasi. Hallo! Hallo, Faust. Zu blöd zum Block, mein Charakter. Oder war das bei, dass sie so eine Animation macht, wenn sie einen kritischen Treffer abbekommt? Keine Ahnung. Oh, ich bin genau vor der Tür. Okay, dann gehen wir halt alle. Immer der Nase nach. Oder immer den Peter nach. Den Turnschuhen. Immer den Turnschuh hinterher, okay. Der traut sich gar nicht mehr her. Muss ihn die ganze Zeit verscheuchen. Wow. Oh, schade. Oh, er geht auf mich. Ja, offensichtlich. Ja, einfach mal so eine Feuer. Ja, das ist der höchste Feuerzauber. Der ist übrigens hinter dir. Halt dich an und ist tot. Das hoffe ich mal für ihn. Warum, was hättest du denn sonst getan? Ich wäre ganz böse auf ihn geworden. Oh, und dann? Ja, dann weiß ich noch nicht weiter.
Ja, schieb sie noch alle zu mir her. Mit dem anderen Schuss mache ich halt keinen Damage. Soll mich das jetzt verwundern? Evade Material, das könnte fast eher was mit Mio bei. Ausweichen. Ja, bitte. Wenn du mal wieder umgeben bist. Ich wollte gerade sagen, wie lange brauchst du jetzt nochmal für den Gegner? Mach mich nicht runter! Dann halt nicht. Ich geb da sowieso mal mein Bestes. Jetzt kommst du mir so. So, als wäre ich sehr verbunden, wenn du auf alle zielen könntest. Ach so. Ja, dann schieß sie doch mit deiner pinken Kanone, mit deiner rosa Kanone ab. Pink Control! Das ist keine Panik. Panic Locker. Au. Ups, falsche Richtung. Stirb, Wand! Ich werde dich töten! Ich meine es echt gut in dem Spiel mit Gegnern. Ja. In dem Level zumindest. Au. Gut, ich muss wieder in die Stadt. Machst du aber viel Schaden. Geh mir mal bitte raus aus dem Raum. Ja, ist doch. Ja, ist okay. Scheiße. Also jetzt sind aber. So, eine Teleball. Klar, immer. Ja, einfach mal 3 oder 4 Rayman jetzt und noch eine Dark Bell 3. Ja, aber nicht. Die sind so schön verarscht, du die uns. So schön, du verarsche uns. Jetzt bau den Satz noch auf ein paar weitere Arten und Weisen falsch dann noch aus. Du mich ja, toll, das mach ich auch noch falsch. Für scheiß Geld mitnehmen, nicht verkaufen. Verdammt! Ich will das Geld verkaufen. Ja, ich biete Ihnen 10 Meseta für 100. Das klingt ein Schnäppchen. Das klingt ein Schnäppchen. Nach einem Schnäppchen, okay? Nein. Ich habe gerade Antidot verkauft. Was ist das? Das hast du an dein Vieh ständig verfütterst? Das wird nicht schwer. Ich komme zu nix. Warum? Keine Ahnung, da, die hat nix für mich. Kein gescheite Waffe. Das verbindet dich jetzt? D-Mate hat auch was. Was hast du vorhin gesagt, dass D-Mate bringt? Das bringt auch Dexterity. Wo denn? Also meinem Mac schon. Aber es macht Mind weg. Ja. Ich werde niemals Mana bekommen. Gut. Ja, und jetzt ganz sicher. Ist doch toll. Die Denkfähigkeit, die darf ich nicht hernehmen. Ich möchte intelligenter werden. Nein! Oh Gott, ich muss für immer blöd bleiben. Es ist so verletzend. Es ist so selbsterklärend. Dann ich gebe noch nicht einmal die Möglichkeit, intelligent zu werden. Nein, du bleibst jetzt dämlich. Ich glaube, so funktioniert es bei unseren Kindern auch. Ich will in die Schule gehen, nein, du bleibst dämlich. Nein, du bleibst dumm. Warum? Weil ich das sage. Mama, ich will meinen Schnuller, hier ist der Alkohol. Aber Mama, du bleibst dumm. Wehe, bei dir bilden sich Hirnzellen, ja?
Dann ruck mal was haben. Du musst dich vielleicht noch einholen. Ja, ich gehe ja schon. Danke für den Hinweis. Bitte schön. Ich hätte selbst nicht dran gedacht, wenn ich meinen Charakter und deine Lebenspunkte mal so anschaue. Hör auf, Menschen anzugrempeln. Der scheiß Arzt. Hey, ganz leise. What the fuck? Hä? Ich hab's kaputt gemacht. Was denn? Vorhin hast du die ganze Zeit... Das hab ich bewegt, jetzt ist kaputt. Okay, mal kurz weggehen. Ich hab's kaputt gemacht. Jetzt machst du mein Portal kaputt. Jetzt macht's gleich. Das ist sogar bei dir der Effekt weg, oder? Oh nein, es ist wieder da. Irgendwie fehlt da der... wieso ist der grafische Effekt nicht mehr da? Welcher grafische Effekt? Dieses verschwommene. Ich hab's kaputt gemacht. Wieso machst du mein Portal kaputt? Das schöne Portal. Ja, und jetzt ist es noch ganz kaputt gegangen. Super. Heißt. Vielleicht hat auch einfach dein Fett nicht mehr ausgehalten. Okay, du sprichst bei einem Roboter von Fett. Ah, okay. Ja gut, dann halt die Batteriezellen oder was auch immer der drin hat. Der Golem ist wenigstens der einzige, der wohl so lieb ist und sagt, ey komm, Dirtfall, der hat so schwer, ich treffe ihn nicht. Guck! Danke! Ja, der unterstützte deine Argumentation gerade. Aufs Gröbste. Du bist so ein Arsch. Der war echt geil. Der ist nett zu mir, der trifft mich nicht. Fast tot. Ich glaube, sowas solltest du nicht mehr so oft sagen. Ja. Seh dich weg! Von dir weg heißt zu mir hin, das ist nicht gut. Gut. Und weiter geht's. Überall diese Spinnennetze. Hier gibt's doch garantiert keine Fallen. Nee, tatsächlich. Ja, komm. Es fliegen da sowieso schon immer so komische... Ja, warte, da müssen wir... Ach, da geht's runter. Ich dachte, da wäre ein Abgrund. Naja, wir können uns eigentlich an der Karte recht gut orientieren, denke ich, wo wir weiter müssen. Wetten die, wenn ich da lang gehe? Aha. Warum erwischt dich eigentlich nie? Weil ich gut bin. So, ich schätze mal, wenn es da reingeht, da ist wahrscheinlich der Teleporter. Und der bringt dich da nach oben und da ist dann der zweite Knopf. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aufpassen, dass dir nicht wieder so ein Stein am Kopf fällt, ne? So einer, wie er sich hier nicht befindet. Also ich habe jetzt hier einmal einen Monomain. Oh. Ja, selbst wenn der Schalter... Hey, ich habe einen Pole gefunden, ne? Ja, das ist ein Stab und weiter. Hey, nicht, dass dir mir noch was glaubt. Oh, das habe ich jetzt gar nicht... Ich habe das jetzt gar nicht realisiert. Achso. Ja, siehst du? Ich denke nicht so. Glaubst du außenrum jetzt? Ich suchte nur den anderen Schalter und fand eine Falle, die mir nichts tat. So, Moment, das gehört dir. Ich suche gerade den Knopf. Ja, ich habe eine Waffe für dich. Ja, dann steig mir erstmal auf den Knopf. Ja, ich lasse sie hier liegen, wo du durchlaufen musst, okay? Ja, okay. Achso, wir haben nur die Tür damit geöffnet, in Ordnung. Darum hat er das noch eine zweite. Ja, das sind auch wieder. Klappgun, das geil. Ja. Ich hab nur Block und das ein. Ohne. Ja, plus 0. Oh. Oh. Oh oh. Was denn? Ritter. Oder Reiter, mega. Au. Tre. Bam. Und räume noch den anderen Gegner aus dem Weg. So muss das.
Ach, Chaosbringer, genau. So hießen die. Wieso fällst du eigentlich immer hin, Kind? Kannst du nicht stehen bleiben? Ja, wenn du mal von so einem Viech getroffen und dann sehen wir, ob du noch da stehst. Einfach immer wieder zuhauen, immer wieder zuhauen. Vorsicht, der schießt. Ja, okay. Auf dich. Auf wen denn sonst? Also die habe ich mir klar verdient, ne? Also. Wieder eine Dark Pedra. Au. Wow, die erste Faust, die auf dich geht. Was? Ich bin doch vorhin von einer getroffen worden. Ja, ja, das sagt sie alle. Letzte Folge? Nein, er schießt! Danke! Wie die mich immer aus der Luft runterhauen müssen. Ah, okay. Ich dachte, die würden auf dich losgehen. Okay. Ich denke mir, okay, jetzt kümmert er sich um die Dark Pedra. Nö, schießt. Der Dark Pedra ist drauf und nebenbei noch das Viech, das ich gerade erledigen wollte. Das, wo durch Dark Pedra durchgeschossen ist. Ja, genau. Genau das meinte ich. Oh, endlich. Ah, oh, of course. Dachtest du wirklich, es wäre vorbei? Hat doch gerade erst angefangen. Außerdem haben wir das Schlimmste noch vor uns, falls du dich erinnerst. Du meinst den langen Raum? Mhm. Ja, nicht den. Ja, ja doch. Gewissermaßen schon, ja. Ja! Du bist so langsam, du fettes Kind. Sei doch mal nicht so fies zu deinem Charakter. Ja! Du schaffst es wieder nicht alleine. Schau, geht doch ganz einfach. Natürlich, jetzt kommt auch noch ein Reiter. Hey, und ein Magier. Weiß ich, der zaubert auf dich. Ja, mich irgendwie auch, aber bei mir sah man es nicht. Link, den Reiter hab ich vernichtet bei den Magier. Wo auch immer er ist. Sag ich dir was von ablenken? Ich bin nur ein Fernkämpfer. Oh ja, klar. Ey, ey, da kommt der Schuss. What the fuck, du bist falsch gestanden. Du hast den paralysiert. Hä? Was? Wieso war der gerade paralysiert? Du hast doch gar keinen paralysierten Schuss gemacht. Wieso? Ich habe ihn so angestarrt, dass er vor Angst paralysiert war. Ach so. Ende. Okay. Gut, ich glaub dir das jetzt einfach mal. War bestimmt so. Ist dir sicher so gemacht? Bin ich ganz sicher. Das sollte auch sonst gewesen sein, ich meine. Das ist die einzige wirkliche Erklärung. Und. Ich konnte mir dann noch was anderes in den Sinn kommen, also. Alles okay jetzt? Nein. Anders jetzt. Hast du das Gefühl, dass alles in Ordnung wäre? Ja. Dann liegst du falsch. So, weg damit. Nächster Reiter? Ne. Ach, zwei von denen sind hier. Eigenartige Reaktion des Gegners. Darf ich mich wieder mal bewegen? Irgendwie verzieht sich die Bullclaw. Ah ne, ist ein Bulk. Eigenartiges Viech. Ja. Ich treff's nicht. Ach ja, da sind übrigens noch ein paar Gegner aufgetaucht. Ich hoffe, das stört dich nicht. Mich schon. Bitte was? Keine Ahnung. Es ist saugeil, dass du mehr Damage machst, aber alles ich denke. Hey, Fernkämpfer, ja, Kraftmediener. Ja, wer von uns hat denn hier den Schock? Warum nimmst du meine Lacke an? Weil du eine plus 3 hast. Und
dann sowieso stärker ist. Ey, was hat der Fallen? Ah, so, es war nur das Grünes. Mehr Gegner. Ein Halbert. Oh. Finde ich gut. Blau-Partisan. Der irgendwie fast keinen Schaden macht. Okay. Das ist doch ein schlechter Scherz. Was denn? Das sind drei Dark Beldras. Ich mag diesen Ton irgendwie. Kommen wir mit irgendwie eine nach der anderen. Hä? Achso, ich hab mich nur paralysiert sind, greifen sie sich nicht an, sondern sie drehen sich immer 90 Grad und greifen an. Können sie gerne machen. Habe ich nichts dagegen. Nee. Man eigenartige Bewegung zum Angreifen. Ja, und das auf einmal irgendwie alles größer, wie glaube ich komme. Wabbel, wabbel, wabbel. Weißt du, ich kann nicht mal die angreifen, die verwirrt ist. Verkalkuliert. Geiler Trick. Was für ein Trick? Ich mach da so einen Todesstoß und verreckt dann da. Was soll ich denn sonst machen? Hier geht's lang. Zieht zumindest der da nach Haus. So, ich hole mir noch ein bisschen Geld. Jetzt wird's nochmal sehr lustig. Okay, tschüss. Komm schön her. Das mach ich nicht alleine. Warum? Drauf hat. Ach stimmt, jetzt kommt erstmal das Ding hier. Ah, der Raum. Ja, hier passiert ja nichts. Waren das nicht mit den zwei Magen? Doch, hier jetzt. So. Die letzte große Arena. Mit irgendwas in der Mitte, was wir bis jetzt immer noch nicht wissen, was es ist. Nee. Weiß ich immer noch nicht. Ich weiß auch nicht, was das hier. Was die Ruine jetzt genau darstellen sollten, ob das auch wieder von Pionier 1 irgendwas übergebliebenes sein soll oder ob das, weiß nicht, vielleicht wenn irgendwelche Ureinwohner von Ragol vielleicht Überbleibsel sind. Ja, mehr von euch. Noch mehr und noch mehr. So. Mine! Ich nehme jetzt echt den Buster öfter her. Schön! Ja, dann heile ich mich halt nicht. Okay. Kann ich mir auch mit arrangieren. Sind zwei Reiter, nehme ich an. Keine Ahnung, hab ich ja auch geguckt. Nope. Noch einer. Okay, da verschwende ich meine. Könnt ihr das bitte nochmal wiederholen? Achso, ich hab verstanden, müssen Sie sehen. Ja, ich weiß, das verwechselt mal leicht. Das kommt öfter vor. Könnt ihr ein bisschen langsamer gehen? Ich würde gerne hinterherkommen. Don't run. Ja, klar, ich befinde. Ja, ich hau ihm auf den Arsch, aber stört nicht. Jetzt sag er mal! Ja, oh, endlich geht auf dich! Nein, nein, ist okay, geh wieder auf mich! Vorsicht! Wetten, er schießt auf mich? Nee. Er hätte auf mich geschossen. Hätte, ja. Hätte er, hat aber nicht. So, naja, eine Menge von denen. Gut, die sind ja jetzt nicht so schlimm. Die kneifen ja nur. Das einzige, irgendwie verschätze ich mich dazwischen so ein bisschen mit der Position von den Viechern. Ich nehme das mal, ne? Was denn? Verteidigung. Ah, okay. Oder willst du es haben? Ah, einmal das. Ich habe vorhin schon eins genommen. Dann aber jetzt nochmal eins und die restlichen können wir. Okay, wenn wir jemals wieder eins finden. Wir haben hier irgendwie jetzt halt schon.
5 Dinge oder so von ihnen gefunden, ne? Ja, jetzt findet man keine mehr. Jetzt, wo sie dir gehören würden. Und dein Bastard einfach. Warum denn jetzt so auf einmal so trotzig? Mal guck mal, ein Reiter. Ja. Der gerade über mich drüber gelaufen ist. So, jetzt reicht's mir. Jetzt kriegen sie Schaden. Ja, jetzt treffe ich mich. Genau, das Ding schlägt sich genauso an den Gegnern vorbei, dass es nicht trifft. Das ist doch ein schlechter Scherz, oder? Wie viel hast du getroffen? Der hat an dem Reiter gerade mal 31 Schaden gemacht. Ach ja, aus der Zange von so einem Reiter kann man sich übrigens eine nette Fernkampfwaffe basteln lassen. Ja, okay, wenn du ihn nicht willst. Aber wie willst du überhaupt diese Waffe bekommen? Habe ich dann drüber im Let's Play noch nicht geredet? No. Auf den höheren Schwierigkeitsstufen kann man von Gegnern Einzelteile erhalten. Zum Beispiel von Delta-Evern kann man auch ihre Klinge erhalten, von Boomers kann man die Klaue erhalten, beziehungsweise einen Arm. Und wenn man bestimmte Missionen erledigt, es gibt später eine Mission, da taucht ein Doktor auf, in den muss man eine Waffe testen. Und in dieser Mission steht dieser Doktor halt in der Stadt herum und dieser kann dann für einen auch diese Teile untersuchen. Es gibt auch keine andere Möglichkeit, diese Gegenstände in Waffen oder Rüstungen umzuwandeln. Und ja. Das können wir doch eh nicht machen, weil wir zu zwei spielen. Ja, natürlich können wir es nicht machen, aber ich wollte es nur mal erklärt haben. Weiß nicht, vielleicht mache ich ja mal Spezialvideos dazu. Keine Ahnung. Sehen wir ja, wenn ich mal Lust dazu habe. Die Waffen, die man rauskriegt, sind relativ nützlich. Zum Beispiel habe ich da auch so... Hier! Ja, ich sehe es ja. Okay, geh auf mich. Fuck you. Warum machst du dir Sorgen? Ah, deswegen. Ja. Würdest du die Waffe bitte wechseln? Scheiße. Weil er jetzt getroffen wurde, konnte er die Waffe nicht wechseln. Ist mir schon mal passiert. Da steht irgendwo eine Duckbelle, das heißt durch die Wand kommt jetzt gleich ein Arm geflogen. Die haben wir noch nie gegen Duckbelle rausgekämpft, oder? Keine ja, speziell in der Arena. Ach, die ist so schnell verwirrt. Soll ich noch rot drüber sein, dass sie verwirrt ist? Nein! Ja, sie hat mich wieder versucht zu umarmen. Was? She ist tot. She ist tot? So, dann gehen wir kurz in die Nebenräume. Hier liegen doch sicher ganz nützliche Gegenstände. Und nichts bewacht werden. Ja, sowas wie ein Stuff. Oh, ich hab ein Blade. Ich hab eine Hyperframe. Was bringt die? Das ist halt eine Rüstung. Kann ich alles nicht machen. Warum stehen die Viecher bei mir? Na klar! Die mögen dich eben. Naja, okay, bei mir stehen auch ein paar herum. Ja, klar, ich mach einen Schuss und der trifft natürlich nicht. Ich würde dir ja gern helfen, aber ich glaube, dann würde ich noch meine Monster mit zu dir rübernehmen. Ach ja, ich habe übrigens eins deiner Monster mal übernommen. Klar. Au. Durchrennen! Ah, komm schon. Noch ein Halbert. Aber nur ein Halbert, oder? Okay. Ja, oh, nur ein Halbert. Ja, zwei Ganze ergeben den. Zwei Halbert ergeben den Ganzen. So, und wie gesagt, das war jetzt die letzte Arena. Jetzt müsste gleich der. Yep, der letzte Teleporter von stehen hier.
Machen wir aber einen Schnitt. Yep, wir sollten noch ein paar Stufen aufsteigen, bevor wir uns an den letzten Boss der ersten Episode wagen. Ja, wir brauchen bis zum nächsten Level 884. Ich rede nicht nur von einem Level. Ja, ein paar. Aber ich wollte es mal gesagt haben. Ja, in meinem Fall wäre das bisschen mehr. Also gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier vor dem Teleporter die Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder zu Fantasy Star Online Episode 1 und 2. Ja. Ich bin Öxi. Ich bin Elfwald. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wiedersehen. Ciao.